Hört meinen Ruf und bereitet euch auf das Ausgießen meines Heiligen Geistes vor Dienstag, 1. Mai 2012, 20 Uhr. Meine innig geliebte Tochter, meine Liebe zu euch allen bedeutet, dass ich jetzt den Heiligen Geist noch einmal über die Menschheit ausgieße, um sie dazu zu bewegen, ihre Herzen zu öffnen. Meine Seelen werden sehr bald spüren, wie die Kraft des Heiligen Geistes über ihren Geist, ihren Leib und ihre Seele ausgegossen wird. Das ist notwendig, um alle Kinder Gottes für die Wahrheit wachzurütteln. Einige Menschen werden die Welt jetzt auf eine andere Weise sehen. Dann werden sie beginnen, alles zu hinterfragen. Sie werden nicht länger bereit sein, die Sklaven von Meistern zu bleiben, deren einziges Ziel es ist, sie um des persönlichen Vorteils willen zu kontrollieren. Keiner wird imstande sein, diese Sogkraft des Heiligen Geistes zu ignorieren. Der ganze Himmel wartet darauf, dass der Augenblick der Erleuchtung eine neue Morgendämmerung, einen neuen Anfang bewirken wird. Die Lücken, mit denen ihr konfrontiert seid, verbergen einen eigentlichen Hauptplan, der von einer weltweiten Allianz, die darauf ausgelegt ist, all eure Länder zu kontrollieren, geschaffen wurde, indem sie euer Land von Riesen, Konzernen, abhängig machen. Um dessen Familien zu ernähren, werdet ihr zu Sklaven werden. Sie nehmen euch bereits jetzt alles weg, was ihr besitzt, aber ihr seid dem Gegenüber blind. Jetzt werden, durch das Geschenk des Heiligen Geistes, Millionen durch diese Maske des Betruges hindurchsehen und diese bösartigen, freimaurerisch kontrollierten Gruppen bekämpfen. Dieses Geschenk wird euch die Waffenrüstung geben, die ihr braucht, um diese Armee von dem Pfad, der zu eurer Vernichtung führt, abzubringen. Hört meinen Ruf und bereitet euch auf das Ausgießen meines Heiligen Geistes vor. Euer geliebter Jesus.